Willkommen in Namibia. Ich bin auf einer Rundreise mit meiner Frau unterwegs und hier ist jetzt unsere erste Station in der Kalahari. Das, was ihr um mich herum seht, ist die Wüste Kalahari. Die Kalahari ist ja relativ groß, die zieht sich über Botswana bis nach Südafrika und wir sind jetzt hier in dem namibischen Teil. Fliege. Ja, wir sind hier auf einer Lodge, das ist eine riesige Farm, wo sehr viele Tiere unterwegs sind, die aber nicht zur Fleischhaltung oder zur Jagd gehalten werden, sondern die können sich hier wirklich frei bewegen und entwickeln. Und hier haben wir schon ganz tolle Sachen erlebt. Ja, im Zentrum steht jetzt natürlich nicht so sehr die Landschaftsfotografie, sondern hier gibt es natürlich sehr viel Wildlife. Und das macht natürlich bei diesem Punkt hier unserer Reise relativ viel aus. Ja, gestern Abend hatten wir schon ein ganz tolles Event. Sundowner-Ausflug hier durch die Wildnis. Der hauseigene Guide hat uns dann in seinem Jeep mitgenommen. Wir waren eine kleine Gruppe und dann sind wir hier 3 Stunden durch die Gegend gefahren und haben wirklich schon ganz tolle Sachen gesehen. Das habe ich natürlich alles fotografiert und per Video gebannt. Ich konnte gestern Abend nicht einsprechen. Erstmal sind wir zu schnell gefahren. Die Geräusche waren viel zu laut und das hätte auch in der Gruppe gestört. Zudem wollte ich mich natürlich auch auf das Fotografieren konzentrieren und die Videos erstellen. Ich werde jetzt, wenn ich euch das gleich zeige, so ein bisschen Text untersprechen. Im offenen Geländefahrzeug starten wir am Nachmittag zu unserer Fotosafari. Unser kompetenter Guide Mandumit erklärt uns bei den vielen Stops viel Interessantes zur Pflanzen- und Tierwelt der Farm und der Kalahari. Sobald wir die Tiere entdeckt haben, also zu 99% weil Mandumit sie gesehen hat, legen wir einen Beobachtungsstopp ein. Als erstes laufen uns natürlich die Erdmännchen über den Weg. Diese putzigen Dinger werden uns in ganz Namibia in den unterschiedlichsten Abwandlungen über den Weg laufen. Wenig später können wir die ersten Bergzebras beobachten. Wir genießen die Fahrt durch die Savanne auf der Suche nach den nächsten Tieren. Dieses Jahr ist in der Kalahari ungewohnt viel Gras zu sehen, was den Bildern natürlich sehr gut tut. Nach den sehr trockenen Jahren 2019 bis 2021 war der Niederschlag im ersten Halbjahr 2022 recht hoch mit 230 Millilitern pro Quadratmeter. Zuerst fotografieren. Links die Oryx-Antilopen und rechts die Springböcke. Und alles in ständiger Bewegung. Gar nicht so einfach mit der 400 mm Brennweite alles im Bild und im Fokus zu halten.
hinter dem Hügel entdecken wir kurz vor Sonnenuntergang überraschenderweise noch diese beiden Giraffen. Solange wir im Fahrzeug verbleiben, sind die Giraffen vollkommen unbeeindruckt von unserer Gegenwart. Zum Abschluss des ersten Tages noch einige Fotos der Safari. Ja, das war die Tour von gestern Abend. Ich hoffe, das hat euch gefallen bis hierhin. Heute machen wir einen kleinen Hike hier durch die Wildnis. Die Farm, die hat hier drei große Hiking-Trails angelegt. Die sind so zwischen 6 und 10 Kilometer lang. Und entlang dieser Pfade darf man sich dann hier bewegen. Ist dann auch wirklich nicht gefährlich. Und das machen wir jetzt gerade in den Nachmittagsstunden. Die Sonne gibt jetzt schon ein bisschen weicheres Licht. Und wie ihr seht, das Gras leuchtet ja schon herrlich und jetzt gibt es mal ein bisschen mehr Landschaftsaufnahmen. Die Tiere, die hören uns jetzt so rechtzeitig, dass die meisten schon weg sind. Wir haben zwar schon ein paar Springböcke gesehen und ganz viel Vögel, aber das ist natürlich mit gestern Abend nicht zu vergleichen. Was man natürlich jetzt sehr gut fotografieren kann, sind diese Solitärbäume, die in diesem Gras sind, dann das wechselnde Licht in dem Gras und einfach weite Landschaft, das, was die Kalahari so hergibt. Das seht ihr hinter mir. Okay, dann zeige ich euch jetzt mal die Fotostrecke von diesem kleinen Walk hier. Dann läuft uns doch noch eine größere Gruppe Springböcke vor die Linse. Ja, hier habe ich natürlich ein wunderbares Motiv gefunden. Ein schön alleinstehender Baum, der die Äste so schön breit hat, dass er unten relativ frei ist. Man kann also bis in die Grasebene reingucken, das Licht schön im Hintergrund und dann ganz hinten am Horizont nochmal die einzelnen Baumreihen. Wo man jetzt hier natürlich darauf achten muss, man darf nicht mit der Kamera zu hoch kommen, damit die Baumkrone nicht in den Horizont reinkommt. Also man muss sich schon so ein bisschen runter begeben, nicht zu tief, dass man das Gras dann abkappt. Man soll ja schön noch die wiegenden Grashalme sehen. Das Licht soll sich da drin ja auch so ein bisschen wiederfinden, Schatten bilden und leuchtende Punkte. Also, tolles Motiv. So, ich habe zwei, drei Positionen probiert. Ich zeige euch die jetzt mal, dann könnt ihr die Unterschiede sehen. Und am Ende zeige ich euch dann meinen Favoriten. Hier sind die Bilder. Um sie zu zeigen, gaben die alternativen Perspektiven zu wenig her. Dafür bin ich mit meinem Favoriten sehr zufrieden, auch wenn das Licht noch recht harsch war.
Ja, das war die erste Episode aus Namibia. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die schöne Kalahari und die ganzen Informationen. Falls ich noch mehr Informationen finde über die Lodge, dann blende ich euch unten den Link ein. Dann könnt ihr euch das nochmal alles im Detail ansehen. Wenn ihr die anderen Episoden über Namibia nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal, dann seid ihr regelmäßig dabei, falls nicht schon geschehen. Okay, dann bis nächste Woche. Ciao. In der nächsten Episode geht es in den Süden Namibias, zum Fish River Canyon.